Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge 316 von Simotrans. Ja, ich habe das Spiel hier gerade angehalten, Speicherstand gerade frisch geladen. Und die Tante Mimi hatte mir letztens geschrieben hier, dass ich das mit dem Gasthof gemacht habe. Fänd sie richtig cool. Und ja, mit dem Bus zum Beispiel, dass der nur 50 fährt, wie wir hier sehen. Und der LKW fährt 100 oder 80, ich weiß es jetzt gar nicht, 85 fährt er, glaube. Und hier sieht man gerade noch direkt nach dem Speicherstand, wie er wohl gerade überholt hat. Leider kann ich davor nicht mehr sehen, aber hier sehen wir, dass er auf der linken Spur fährt und gleich wieder einscheren wird. Also ist da definitiv klar, dass das Überholen möglich ist von schnelleren Fahrzeugen. Okay, dann würde ich aber sagen, machen wir hier erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich und würde sagen, nicht verabschieden, aber wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. So, hier jetzt nochmal in groß. Jetzt lasse ich es erst weiterlaufen. Dann kann man es wunderbar sehen, wie er jetzt gleich darüber wieder fährt. Da. Also er hat gerade überholt. Es ist leider nicht ganz drauf gewesen. Aber so ist es halt. Vielleicht klappt es. Ne, ich glaube, es klappt nicht. Der fährt schneller wieder weg, wie der Bus da ist an der Bushaltestelle, oder? Ich glaube nicht. Ja, ich denke, das ist schon erledigt. Gut. Okay, da wisst ihr da Bescheid. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Zu machen. Hier gucken wir gerade rein. 13,2 wächst weiter. Der Bus ist ja auch gerade angekommen. Jetzt wird die Zahl wahrscheinlich noch besser wachsen. Und wenn, ja, dann wird dieses hier natürlich auch schneller verbraucht, wie wir sehen dann, ne? Ich weiß nicht, ob 13,2 das höchste ist. Wahrscheinlich ist es das auch. Da müssten wir noch schauen, dass wir da vielleicht einmal Strom dran machen. Das ist ja von gesprochen worden. BSD war wieder falsch, ne? Ist klar. Ja, 13,0, es geht schon wieder runter, nicht mehr hoch. Also wir sind da schon an der Spitzenleistung wohl gewesen. Ja, jetzt müsste man mal gucken. Vielleicht ist der Kühl-LKW so nett und überholt gleich den Bus. Aber ich glaube, das passiert hier nicht, weil hier zwei Kurven sind jeweils. Also Doppelkurven, dann wird das schwierig, dass der das vorher schafft. Ich glaube nicht, dass er überholt. Also ich meine auch, es wäre immer so gewesen, dass der so zwei Ansätze braucht, bis er es dann tut. Ja, der ist jetzt zweimal aufgefahren und dadurch, dass die Kurve war, hat er es dann, glaube ich, nicht gemacht. Normalerweise überholt er dann. Hier, der Reisebus ist definitiv schneller. Dann passt das. Also das sehen wir jetzt gerade nicht. So, jetzt würden wir aber gerne gucken, dass wir hier mal schauen. Wir haben die 13,2 oder 13,5, was da? Ne, ich glaube 13,2 war das höchste, vielleicht waren es 13,5. Das Kraftwerk ist ja hier irgendwo. Was jetzt auf dem schnellen Weg hier finden. Ja, Zoom und so, ne, hatte Tante Mimi ja auch geschrieben. Kann man hier auch machen, ja, geht in dem Spiel. So, jetzt müssten wir hier dann Umspannwerk da hinsetzen und dann schauen, dass wir das da hinkriegen, ne. So, wo ist das Umspannwerk? Haus kaufen? Ne, Hochspannungsleitungen sind hier. Halt. Wo war das? Umspannwerk. Das muss man hier dran bauen. Und dann fängt man hier mit der Leistung an, mit der Leitung an. Zoomen wir mal ein bisschen raus, ne? Ja, ich würde jetzt schon fast sagen, wenn wir schon auf dem Weg sind, ne? Dann gehen wir hier auch dran, ne? Ich hoffe, dass das dann da nur auf einem freien Graben fällt. Ach, direkt neben einer Fabrik. Und ein Wald ist keine Fabrik, okay? Oder geht's hier? Nee? Okay, dann auch Wald wird noch mit Benzin gearbeitet, nicht mit Strom. Alles klar. Dann haben wir das auch geklärt. Gehen wir wieder zur Hochspannungsleitung. Die wir dann hier so rüberziehen, denke ich mal. Ich hoffe, die ist verbunden. Und gehen dann hier so hin. Erstmal bis da.
Wir müssen schon langsam überlegen, wie wir hier weiter vorgehen, ne? Geht das einfach so über die Straße? Nein, geht's nicht. Geht es hier rüber? Ja, geht es. Dann kommen wir bis dahin schon mal. Bis dahin kommen wir. Und hier wird schon spannend. Hier geht es nicht weiter. So, das bedeutet, hier müssen wir irgendwas fabrizieren, damit es funktioniert. Ist das jetzt hier Starkstromkabel, Erdkabel? Ach so, das heißt, der Tunnel muss in einem Hang beginnen. Nee, das kriegen wir dann hier nicht so mit dem Ding hin. Okay, dann müssen wir hier gucken, dass wir hier vielleicht erstmal eine Aufschüttung kriegen. Ja. Da. Und da. Ja, es ist tatsächlich hier dann ganz viel Geld zu investieren, damit die Stromleitung daneben hergeht, ne? Aber machen wir jetzt mal. Und hier geht's dann wieder nimmer. Das heißt, wir müssen hier nochmal aufschütten. Ich glaube, zwei erreichen. So, und jetzt pass auf, Gasthaus ist keine Industrie, geht nicht. Doch, ist es. Und der Hochspannungsleitung oder die Hochspannungsleitung ist da, aber ist, glaube ich, schon verbunden. So, gucken wir schnell. Oh, das hat eine Ecke wohl mehr gebracht, ne? Ich habe es jetzt leider nicht genau beobachtet, ihr habt es bestimmt gesehen, als ich es angeschlossen habe, wie viel das mehr bringt. Gut, das kann zu. Das kann zu. Hier läuft's. Haben wir gerade einen Bus in der Nähe? Ja, der ist in der Stadt, da wird sowieso 50 gefahren. Ist zu lange her. Oh, wieder die 5 gedrückt auf dem Nummernblock. Okay, das bedeutet, hier haben wir jetzt mehr Umsatz. So, in dem Kommentar hatte ich dann noch geschrieben, dass wir auf jeden Fall für die Hühnerproduktion brauchen wir ja, sag schon, Futter. Wo ist er? Hier ist er, ne? Geflügel und Eier, die brauchen Tierfutter. Und Tierfutter kam ja nicht nach. Das bedeutet, wir gehen dann mal gucken, wo es die Tierfutterfabrik macht. Die ist hier. Ach, die habe ich sogar schon angeschlossen. Okay, wir wollen jetzt hier gucken, das war aus Riedenburg. 43 Leute nur bringen, nicht 43.000. Damit wir hier die 105 vielleicht auch noch steigern können, ne? Die sind natürlich schon gut am Arbeiten, so ist nicht. Aber da muss noch mehr passieren. So, das heißt Riedenburg. Aus Riedenburg kommen die. Okay. Ist das denn so nah bei Riedenburg dran, dass die Arbeiter da wegkommen? Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich hätte jetzt eher Adenau oder sowas getippt. Aber okay, dann sollen die da auch die Arbeiter aus Riedenburg hinbekommen. Das wird schwer. Also die müssen da oben rumfahren, ne? So, von hier nach da oben fahren sie ja sowieso schon. Bis nach Hardexen. Das heißt, wir müssen von hier noch weitere... eine weitere Linie machen für die Arbeiter, die hier sind. Ne? Hier kommen sie ja auch aus Hardexen und Altenau. Das heißt, wir bauen da jetzt einen Zug, der dahin fährt. Ein Personenzug. Ja, der kann dann tatsächlich jeden Bahnhof mitnehmen.
um dass wir hier definitiv Dingens kriegen. Wie heißt es? Personen hinkriegen. Weil hier sind ja überall Mitarbeiter gefordert. Hier auch aus Riedenburg tatsächlich sogar. Gut. Dann würde ich sagen, einmal umsteigen ist hier dann angesagt, oder? Hier haben wir aber kein Gleis. Hier ist nur Dingens. Das heißt, wir müssen hier definitiv ein neues Gleis bauen noch. Ja. Das bedeutet aufschütten hier. Und noch einen. Und dann brauchen wir die Gleisanlage. Ich glaube, wir nehmen jetzt 210er, oder? Und Post und Personen. Was haben wir hier? 64. Bahnsteig für S-Bahn. Da kann 192 stehen, okay. Okay, da gibt es ganz viele Bänke, dann nehmen wir das jetzt mal. Hochspannungsleitung bitte noch. Ah, 160, 210. Passt. Dieser Bahnhof ist damit fertig. Gehen wir zum nächsten. Nehmen wir das Kohlekraftwerk mit, oder? Das Einfahrtsignal steht hier hinten. Aber hier ist, naja. Hier können wir nicht mehr nebenbauen, nur da. Dann bauen wir das mal so. So. Okay, Einfahrtsignal geht auch in die Richtung, sehr schön. Aber da brauchen wir nichts auswählen. Oberleitung. 210. Geht bis dahin. Hier gibt es ein neues Signal erstmal. Oh, hier müsste auch mal neues hin. Geht gar nicht, okay. Jetzt reißen wir erstmal dieses hier weg. Gut. Dann brauchen wir hier so ein Richtungssignal. Ich hoffe, so rum ist es richtig. Und wir brauchen jetzt einen Bahnsteig hier und den Rest da. Dann ist es der gleiche geblieben. Jetzt reißen wir den da aber wieder ab. Den will ich dann nicht mehr haben. Weil sonst hält da nur einer an. So, das ist auch erledigt. Jetzt können die da zur Arbeit. Irgendwo ist bestimmt eine Unterführung, dass sie da hinkommen. Strom ist dran, alles dran, na ja. Ist nur die Frage, ob man hier reinfahren kann oder nicht, ne? Aber wäre jetzt auch nicht so wild. Hier gibt's. Er ist nicht, ne? Ja. Er hat Durchfahrt. Nee, das ist hier schon mal falsch. Kannst du schon mal vergessen. Wir müssen da ja erst aufschütten, wenn, ne? Ich glaube noch einen mehr, oder? Oder war da schon die Rampe? Aber wenn, dann brauche ich es ja sowieso. Weil die Rampe muss ich gleich so
Nicht so bauen. Geht das so weg? Ne. Geht nur so weg. Und dann die Rampe nochmal dran. Ich glaube, könnte jetzt so sein, ne? 210er Gleise darüber bauen. Hier müssen wir was aufschütten. Dann geht es auch schon wieder runter. Passt soweit. Und Hochspannungsleitung. Das waren die 210er, ne? Ja. Passt. Und jetzt ist Bahnsteig. Den Bahnsteig anlegen. Okay, das können wir abreißen. Das ist nämlich nicht verbunden jetzt. War das auch der, den wir haben wollten? Nee, ne? Doch. Bahnsteig mit Glasdach ist hier. Ich hätte doch eben einen anderen, ne? Bahnsteig für S-Bahn. Ah, das ist hier der kombinierte. Den hatten wir eben. So, jetzt müssen wir allerdings so machen. Und jetzt wieder abreißen. Diesen hier, sonst hält da einer an und das klappt dann nicht. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ist denn 15, also nur 14? Es sind tatsächlich auch nur 14. Aber wir wollen 15 haben. Also der kommt noch da rein. Und da drüben müsste ja der sein, ne? So haben wir's. Passt erstmal. So, dann können wir hier lang fahren. Nehmen wir den auch mit. Das wird zu kompliziert, noch ein Gleis reinziehen oder wie sehe ich das? Da müssen wir ziemlich viel umbauen. Müssen wir mal schauen, ob wir das machen, aber ich glaube jetzt eher nicht. Hier der Kanal mit dem Schiffshebewerk, sehr interessant. Ja, ich glaube, wir machen dann hier auch noch eine große Umbaumaßnahme, sehe ich schon. In der nächsten Folge weiter, weil hier müssen wir noch einen Bahnsteig daneben machen für, ne, den Güterverkehr, den Personenverkehr und das wird sich doch dann schon etwas auswirken. Okay, lassen wir das erstmal. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo abmacht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ihr das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.